Willkommen zurück, Leute. Wir sind mittlerweile bei Episode 8 angekommen. Die letzten Jedi. Und da werden wir jetzt auch direkt losstarten. Episode beginnen. Los geht's. Episode 8. Die letzten Jedi. Die Erste Ordnung hat die Vorherrschaft. Nachdem er die friedliche Republik vernichtend geschlagen hat, setzt der oberste Anführer Snoke nun seine gnadenlosen Legionen ein, um die militärische Kontrolle über die Galaxis zu erlangen. Nur General Leia Organas Gruppe von Widerstandskämpfern stellt sich der wachsenden Tyrannei entgegen, in der festen Überzeugung, dass Jedi-Meister Luke Skywalker zurückkehren und im Kampf einen Funken Hoffnung bringen wird. Doch der Widerstand ist in Gefahr. Als sich die Erste Ordnung dem Rebellenstützpunkt nähert, leiten die tapferen Helden eine verzweifelte Flucht in die Wege. Hast du auch fröhliche Piepser für mich, Kumpel? Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Fröhliche Piepser. BB-8, was habe ich eben über fröhliche Piepser gesagt? Damals Widerstand. Ist, Commander Deran. In diesem Fall stimme ich den Droiden zu. Danke für eure Unterstützung, General. Ist das nicht ein bisschen ein großes Schiff? Na schön, wir sind in Reichweite. Überlass mir das Reden, okay? Na gut, dann fangen wir mal an zu reden. Wird schon schief gehen. Dringende Mitteilung, Sir. Von einem Poe Dameron, der Flotte der Republik. Die Ähnlichkeit ist sehr groß. Wie geht's eurer Mutter, Sir? Vernichtet sie! Zurück auf die Tube! Er fliegt auf das Schlachtschiff zu. Alles klar, schalte jetzt Geschütze aus. Terli, Zielanflug beginnt. Verstanden. Okay. Sie haben das Ding echt mit Geschützen zugepflastert, was? Oh, das sieht gut aus. Wenn wir hier langsam fliegen, können wir vielleicht alles abräumen. Mutter sieht mitnichten so aus wie das kindische Porträt, das ihr von ihr gezeichnet habt. Ob die neue Freunde suchen? Weiter so, Commander Dameron. Die Evakuierung der Basis läuft noch. Okay, die haben wir. So, nehmen wir noch ein paar Jäger mit. Die Flotte ist beinahe vollständig. Wir warten nur auf die letzten Schiffe. Weiter so, Poe. Was soll ich denn hier abschießen? Evakuierung fast abgeschlossen. Es dauert nicht mehr lange. 7 von 7. Okay, ich muss hier mal einmal rumdrehen. Was müssen wir denn hier abschießen? Ah, sind die etwa unterhalb? Ich habe hier 4 Ziele eingeblendet, aber... Kann sie nicht abschießen.
da sind wir wohl angeeckt. Na gut. Dann kümmern wir uns erstmal um die Jäger. So, 9 Stück. Einen brauchen wir noch. Die Evakuierung ist abgeschlossen. Gut gemacht, Poe. Kehrt mit eurer Staffel zurück, damit wir hier endlich verschwinden können. Nein, General! Wir kriegen das hin! Das ist die Gelegenheit, ein Schlachtschiff auszuschalten. Angriff sofort abbrechen. Das ist ein Befehl. Na, die Verbindung ist schlecht. Muss los! Was Staffel, die wollen. Wird Zeit für die Bomben! Bomber, dicht zusammenbleiben. Jäger, beschützt die Bomber. Ist nicht alltäglich, dass wir ein Schlachtschiff vors Feuer kriegen. Also strengt euch an. Okay. Wir schaffen das, BB-8! Wir kriegen das Schlachtschiff! Das wird in die Annalen eingehen. Siehst du das, BB-8? Okay, wir müssen nur schießen. Wie soll ich die denn treffen, wenn die so schnell hier vorbeikommen? Oh nein, wir haben einen Bomber verloren. Mayday! Mayday! Die Bomber! Schiff evakuieren! Wir schaffen das, wir haben noch einen Bomber übrig. Wir müssen den letzten Bomber schützen. Es ist unsere einzige Chance. Kein Problem. Und das sind immer noch diese Ziele. Sie haben die Flotte im Visier. Wir müssen den letzten Bomber beschützen. Er ist die einzige Chance, das Schlachtschiff auszuschalten. Das habt ihr bereits gesagt. Sie hören einfach nicht auf. Es sei denn, wir schließen ihre Hangars. BB-8, denkst du, was ich denke? 0 von 4. Zeit für Torpedos. Ah, jetzt können wir das machen, was wir vorher nicht machen konnten. Das Schlachtschiff vernichtet jede Flotte. Es darf nicht entkommen. Okay, auf die andere Seite. Oh. Erstmal hier die Jäger nehmen. Sehr gut. Page, wir sind über dem Ziel. Wieso ist euer Waffenschacht geschlossen? Page, bitte komm! Ihr seid der letzte Bomber. Es hängt alles von euch an. Ja. Ja. Na komm schon. Plus Klavier. Volltreffer! Schlagzeug ausgeschaltet! Sie können nicht entkommen, oberster Anführer. Denn die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Der mächtige Kylo Ren. Nimm dieses lächerliche Ding ab. Du bist nur ein Kind mit einer Maske. Mach meinen Schiffstart klar. Gut gemacht, Kumpel. Finn, nackt, undichter Beutel. Was? Finn! Finn, alter Freund! Wie schön, dich zu sehen! Was? Was? Wir sollten dir mal was anziehen. Komm mit. So nackt sieht er ja gar nicht aus. Eins nach dem anderen, Kumpel. Ziehen wir dir erstmal was an. Suchen wir dir eine Jacke und eine Hose. Es muss hier doch einen Schrank geben oder sowas. Bestimmt.
Wo geht's lang? Hier rein? Ah. Komm schon, besorgen wir dir ein paar Klamotten, die nicht undicht sind und... Ein paar Münzen einsammeln? Na gut. Geschichte fortsetzen. Was? Da ist nichts drin. Wer hat sich denn hier bedient? Ja, die Leute haben die Angewohnheit, sich Sachen zu leihen und dann nicht zurückzubringen. Sieh dich auf dem Schiff um, es liegen garantiert ein paar Sachen rum. Hier steht, dass die letzte Jacke an einen P. Dameron ging. Ich glaube nicht, dass ich den Kerl kenne. Oh. Okay, das war einfach. Hier sollen wir suchen, wahrscheinlich im Nachbarraum. Die Jacke müsste in dem Schrank da sein. Das sieht doch gut aus. Weißt du was? Ich hätte die Tür auch einfach öffnen können. Mir hat der Schrank eh nie gefallen. Wo ist unser Kollege? Ah, hier. Das dürfte genügen. Gehen wir zurück zum Schrank, damit du dich in Ruhe umziehen kannst. Zurück zum Schrank. Das hier war der Schrank. Also, ich bin angezogen. Wohin jetzt? Okay, wir müssen zur Nachbesprechung auf die Brücke. Da kannst du dir auch gleich alles anhören, was du verpasst hast. Das ist Snokes Schiff. Wir haben uns im Hyperraum aufgespürt. Das ist unmöglich. Geschlossene Formation. Oh. Es ist... Also, wer hat das Kommando? Das wäre Vizeadmiral Holdo. Danke, Commander. Wie lautet unser Plan? Bleibt auf eurem Posten und befolgt meine Befehle. Was soll denn das werden? Ich mach nur ein paar Kontrollen. Kontrollierst die Rettungskapseln. Nein! Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurückkommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperre dich ein wegen Desertation. Oh nein. Ich wollte nicht desertieren. Ich muss meine Freundin warnen, dass dieses Schiff verloren ist. Wir können auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen? Ja, und wir haben kaum noch Treibstoff. Hyperraumerfassung ist neu. Aber im Prinzip funktioniert sie wie jede andere aktive Erfassung. Sie orten uns nur vom Führungsschiff aus. Wir müssen mit Poe reden. Selbst wenn wir auf den Sternenzerstörer kommen, um es abzuschalten. Wer weiß denn, wo der Versorgungsraum überhaupt ist? Der Typ, der da immer gewischt hat. Wenn ich uns dort reinkriege. Kann ich das Ortungsgerät abschalten? Okay. Warum sollte man eine Tür mit ein paar Zielscheiben sichern? Nur so kann sichergestellt werden, dass alle mit ihrem Blaster trainieren. Sehr sinnvoll. Du hast diesen Gesichtsausdruck. Was ist los? Oh. Luftballons.
Also die erste Ordnung ortet uns von einem Zerstörer aus, dem Führungsschiff. Super, dann pusten wir das weg. Gute Herangehensweise, aber nein. An Bord schleichen. Ordnungsgerät deaktivieren, unsere Flotte entkommt, bevor die es mitkriegen. Wie kriegen wir euch beide unbemerkt auf Snokes Zerstörer? Findet den Meistercode-Knacker. Ihr erkennt ihn an einer roten Plomblüte an seinem Revier. Im Casino. Auf Kento Bike. Die Flotte hat nur noch für 18 Stunden Treibstoff. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib hier und gehe dann auf Lichtgeschwindigkeit. Okay. Auf Cantonica. Klasse. Weißt du, wo das ist? Ja. Schnappen wir uns eine Kapsel aus dem Hangar. Du wischst mir diesmal aber keine, oder? Ich bin noch nicht bereit, darüber zu scherzen. So, da ist unsere Kapsel. Können wir nicht einfach auch einen Jäger nehmen? Okay, anscheinend nicht. Wir müssen so eine kleine Kapsel nehmen. So. Nach Cantonica. Wir gehen erstmal in den Weltraum drüber. Cantonica? Das ist es. Der Meistercode-Knacker ist irgendwo da unten. In Cantobite. Wo sind die Steinchen? Da. Das war ein bisschen schnell. Aber wir haben es geschafft. So, was haben wir hier noch? Ist das hier was mit Zielschießen? Okay, wir müssen 10 Stück treffen. Und was müssen wir treffen? Oh, noch 12 Sekunden. Oh, wir haben 11 getroffen. Ich habe eigentlich gedacht, wir wären ziemlich langsam gewesen. Aber das reicht aus. 11 Stück. Sehr gut. So, Weltraum über Yavin 4. Was haben wir hier hinten noch? Ich liebe Verfolgungsjagden. Vor allem, wenn ich entkomme. Du entkommst nicht. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Hier konnten wir noch mit jemandem reden. Du machst es mir zu leicht. So kriegst du mich nie. Was? So. Wir können mit ihm reden, aber wir brauchen einen Androiden, so wie es aussieht.
Okay, Moment. Ich liebe Verfolgungsjagden. Vor allem, wenn ich entkomme. So. Endlich bekomme ich Unterstützung. Ich dachte schon, ich müsste das Schiff auf eigene Faust retten. Das wäre eine Katastrophe geworden. Da könnt ihr sicher sein. Haben einen Notruf von einem unserer Schiffe erhalten. So kriegst du mich nie. Wurden von der ersten Ordnung überfallen. Kommt in letzter Zeit immer öfter vor. Könnt ihr helfen? Annehmen? Notsignal auf dem Radar. Erste Ordnung. Ha! Ist das alles, was du kannst? Verfolgst du mich immer noch? Dachte, du hättest längst aufgegeben. Ha! Diesen Auftrag? Okay, wir markieren ihn mal. Und jetzt? Ah, dort. Hey, sucht euch gefälligst gleichwertige Gegner. Okay, und hier haben wir gegnerische Schiffe. Nicht das beste Kampfschiff gerade. So, 12 Stück müssen wir vernichten. Nicht gut, nicht gut! So, den hier. So. Nummer 10. Und jetzt die letzten zwei. Und den hier noch. Sehr gut. Danke. Wir sind auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht. Naja, vielleicht war ich kurz mal mit meinem Holo-Puzzle abgelenkt. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Das will ich aber hoffen. So, hier haben wir alles. Das heißt, wir können jetzt in Landeanflug gehen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt.